Bon après-midi, Monsieur Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir vom französischen Staatsverlag Larousse ein Dictionary, ein Wörterbuch gekauft. Advanced Dictionary, French, French, English, Anglais, Français, 400,000 Translations, New Edition. Das sieht so aus. Und in der Mitte gibt es einen Kulturteil und ich bin angekommen bei Milestones of the French E-Language, Jalon de la Langue Française. Das Ganze ist zweisprachig und es heißt The Systemization of the Language, La Langue Réglementée. Ich lese das zuerst in Englisch vor und dann auf Französisch. The Systemization of the Language. Cardinal Richelieu founded the French Academy. So, Cardinal Richelieu founded the French Academy in 1634. He assigned to it the task of systematizing the language and producing a dictionary and a grammar. Der französische Text klingt oft besser als der englische. The intervention of the governing power in the language of the land is unique in Europe. The intervention of the governing power in the language of the land is unique in Europe. Das klingt auch in Englisch sehr holprig. Jetzt kommt der französische Text. La langue réglementée. Le cardinal de Richelieu institue l'Académie française en 1634. Il lui donne la mission de réglementer la langue française et de préparer un dictionnaire et une grammaire. Une intervention du pouvoir unique en Europe. So, das klingt besser. Was mir gut gefällt an dem Buch ist... der Bezug zu historischen Quellen und hier gibt es einen Holzstich, so wie das aussieht. Und das sind The Origins of the French Academy Engraving 17th Century. Das sieht auch nicht aus wie ein Kupferstich, das sieht aus wie ein Holzstich. Les Origines de l'Académie Française Gravure du 17e Siècle. Und ich zeige mal gerade den historischen Bezug. Und man sieht auch einen Sekretär, Leute mit Hut am Tisch, damit der liebe Gott nicht in den Kopf gucken kann. Beim Sekretär, der was aufschreibt, was dann verbindlich ist, soll er in den Kopf gucken. Der hat keinen Hut auf, ich weiß nicht, ob man es sieht. Das sind alles so damals wichtige Symbolismen, schon allein, weil die Kirche die Académie Française gegründet hat. Ich zeige es mal. Kalin hat hier übrigens auch eine Kopfbedeckung auf, damit der liebe Gott nicht in den Kopf gucken kann. Weil da musste das können, deshalb haben die meistens keinen Hut aufgehabt, außer in der Kirche. So. Da hätte nämlich der Pfarrer in den Kopf gucken können, der war, oder da kann der Pfarrer in den Kopf gucken, weil er da besonders heilig ist und direkt vom lieben Gott dahingestellt worden ist. So, so viel zum kirchlichen Symbolismus in weltlichen Abbildungen. Demnächst geht es weiter. Ach ja, ich guck mal gerade nach, womit es weitergeht. Mit One Single Language en Français en Seul. Und danach kommt Reading for All, Legalité devant la Lecture. Und dann ist das, glaube ich, auch zu Ende. Ja, dann geht es um Kunst. Tschüss.